Wölfe sind alle hin. Verdammt. Ganz gleich, wie sehr ich etwas anderes glauben wollte. Tief im Innern wusste ich, dass Richtofen alles versauen würde. Achtung, Magen, jetzt kommt's. Schick es bitte nicht zurück. Riesige Monster am Himmel, Inseln im All. Da hat wohl jemand das Universum in den Mixer gesteckt und den Startknopf gedrückt. Eure freie Wähler. Schon einsam gefühlt. Ich schätze, ich sollte versuchen, diesen Dr. Monty zu finden. Macht er den Eindruck, als würde er in diesem Kampf auf der richtigen Seite stehen? Herrgott im Himmel, wo fange ich nur an? Wow, sieht aus, als könnte man sich hier verdammt gut verlaufen und verdammt gut umbringen lassen. Das bringt alte Erinnerungen zurück. Nicht unbedingt nur gute. Um ehrlich zu sein, ist nicht eine davon gut. Wurde auch Zeit, die schweren Geschütze aufzufahren, oder nicht? Früher durfte man nie reden, wenn man kaute. Die Zeiten sind vorbei. Es gibt keinen schlechten Zeitpunkt für ein hübsches Freudenfeuer. Flutterfreak. Unterschätzt mich lieber nicht!
Lust, ein paar Fressen zu polieren? Okay, Leute. Wenn ihr aufgepasst habt... Maximale Munition! ...sollte es mehr als klar sein, dass die Dinge hier völlig aus dem Ruder gelaufen sind. Also, so wie immer, nehme ich an. Jedenfalls habe ich eine heiße Debatte mit dem alten Schattenmann und seinen Apothekon-Kumpels. Und das macht es schwer, diese Realität stabil zu halten. Ernsthaft, seht sie euch an. Sie wird praktisch mit Klebeband und Schnur zusammengehalten. Bevor ihr lernt, sie nicht zu überschreiten. Den falschen Kampf gewählt! Mal wieder! Schreiner! Keine Ahnung, wie viel Zeit uns das verschaffen wird. Vermutlich einen Furz mehr als gar keine. Ich mag alte Kinos, aber davon gibt's nicht mehr viele. Ist eine verdammte Schande. Wenn die diese Rutsche noch etwas länger brutzeln lassen. Ich erinnere mich an diesen Ort. Ich bin mir zu 100% sicher. Auf keinen Fall weniger als 50. Im Nachhinein betrachtet war es vielleicht nicht die klügste Idee, das mächtigste Artefakt in dieser und auch jeder anderen Dimension einfach so auf dem beschissenen Tisch liegen zu lassen. Aber um fair zu bleiben, muss man auch zugeben, dass Maxis unberechenbar war. Wisst, dass er nicht mehr als eine kleine Drohne war, als ihr ihn zuletzt gesehen habt, oder? Wie dem auch sei. Er ist gerade im Schlüssel der Beschwörung. Wenn ich nur wüsste, wie wir ihn dort herausbekommen. Maximale Munition! Zu mehr Munition sage ich nie nein. Kein Job ist zu klein für eine Minigun. Damit habe ich mal einer Fliege die Eier abgeschossen. Das sollte ich behalten.
immer noch nicht darüber, recht offen? Alles klar. Kein Wort von mir. Vernichtet ihre Körper. Vernichtet ihre... Ich denke, wir sollen hier etwas leiser sein. Etwas Respekt zeigen. Auf die Nerven gehen! Ich werde enttäuscht sein, wenn das keinen Zweck erfüllt. Zeit, um Sachen in die Luft zu sprengen. Sturmgewehr hat bei mir immer funktioniert. Mal sehen, wie die Madenfresser mit diesem Teil streiten wollen. Die Schrotflinte ist ein Meister des Debattierens. Zahlenmäßig unterlegen. So mag ich das. Kannst du dich nicht, du sollst dich nicht mit mir anlegen. Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Doppelte Punkte! Zeit, ein paar Eiterbollen auszuquetschen und dafür die Belohnung zu kassieren. Willst du mich ärgern? Yeah.
töten. Auf den Kopf schießen. Richtig. Du hast den Kürzeren gezogen, Kleiner. Ja, das läuft. Ich schieße und ihr sterbt. Maximale Munition! Also, gebt mir was, worauf ich ballern kann. Ich habe euch doch gesagt, dass ihr heute sterben werdet. Und wenn nicht, hatte ich es zumindest vor. Ein paar Fressen zu polieren. Kieferknochen, Knochenkiefer. Und wieder ein Zelt. Das sollte es diesmal funktionieren. Du hast mir jetzt schon ein paar Mal das Leben gerettet. Danke.
Zombies. Also wie immer. Zu steif? Lasst die Dunkelheit euch verzehren. Vielleicht bringen meine an, einen alten Kameraden auszuschalten. Auch wenn er besessen war. Genug herumgekaspert! Bring es zu Ende! Greift sich die nächste Molte in den Rücken, die ich in euren von Kugeln zersiebten Leichen hinterlassen habe! Wollt ihr das wirklich tun? Habt ihr nicht gesehen, was mit den anderen passiert ist?
Furcht? Du weißt ja so wenig über dich selbst. Du hast die ganze Zeit mit irgendwelchen Mächten gesprochen, die dein Schicksal kontrollierten.